Ohne Wasser gibt es kein Leben. Ohne Wasser gibt es aber auch keine wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, Wasser hat eine humane und eine ökonomische und soziale Dimension. Deshalb müssen wir mit unseren Wasserressourcen in der Zukunft sorgsamer umgehen, damit die wachsende Weltbevölkerung auch in Zukunft Wasser, sauberes, sicheres Trinkwasser zur Verfügung hat, damit wir Nahrungsmittel produzieren können und damit die Industrie ausreichend Wasser hat, um ihre Produktionsabläufe sicherzustellen. Das heißt, Wasser ist von heute aus gesehen das Zukunftsprojekt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das bedeutet auch für mich, dass Wasser im Unterschied zum Klimawandel nicht über Diskussionen erreicht werden kann, die sozusagen 20 oder 30 Jahre vordenken. Beim Wasserthema ist es eine Minute vor 12. Das heißt, die Wasserfrage muss heute gelöst werden, im Unterschied dazu, dass wir für die Klimafrage vielleicht noch etwas Zeit haben. Denn Wasser entscheidet über das Leben auf diesem Globus.